Ja, ich freue mich, dass ihr so zahlreich auch erschienen seid, dass wir gemeinsam das Wort Gottes studieren können. Und wir haben ja diese Vortragsreihe überschrieben, was sagt eigentlich die Bibel zu den Problemen unserer Zeit? Und wir haben schon einen groben Bogen gespannt in den ersten Vorträgen und die Probleme teilweise angerissen, die für uns heute in dieser zu dem Zeitpunkt der Geschichte, in der wir stehen, brennend sind unter den Nägeln, die entscheidende Fragen aufwerfen und für uns elementar wichtig sind. Und wir wollen heute tatsächlich einsteigen und einige dieser Probleme uns herausgreifen und sehen, wie die Bibel sie kommentiert, wie die Bibel sie einordnet und welche Lösung die Bibel für all diese Probleme eigentlich bietet, was Gott uns anbietet. Und die Bibel soll die Grundlage sein. Wir sagten, die Bibel sei ein Wegweiser, ein Kompass, der uns durch die Zeiten führt. Und wir haben schon einige der Weissagungen studiert und wollen heute da etwas tiefer einsteigen und auch nicht nur den Blick in die Geschichte werfen, sondern auch den Blick in unsere heutige Zeit werfen. Und mit offenen Augen uns umschauen in unserer Welt. Und das tun wir, die wir nicht herumreisen können, so ein wenig nichts in die andere Teile der Welt reisen, indem wir letztendlich die Zeitung aufschlagen, den Fernseher einschalten, das Radio bedienen, um zu schauen, was geschieht um uns herum. Wie ist die Lage der Welt? Denn wir werden wahrscheinlich zugeben müssen, dass die meisten, wie wir hier sitzen, von den großen Ereignissen dieser Welt scheinbar nur so nicht direkt beeinflusst werden. Oftmals gar nicht wissen, was um uns herum geschieht. Scheinbar unbeeinflusst durch diese Dinge unser Leben leben können. Aber wenn wir unseren Blick einmal über unseren eigenen Horizont hinausschweifen lassen, da sehen wir dort Dinge, die ganz anders aussehen als unser Alltagsleben. Wir hören von Krieg. Krieg in einem Ausmaß, wie es die Welt eigentlich noch nicht kannte. Kriege, die so ausgeprägt sind, dass Zeitungen titeln, und das ist jetzt wirklich ein paar Jahre schon her, dieser Zeitungsartikel aus dem Jahre 1993, stammt dieser Artikel aus dem Tagesspiegel. Auf die Details will ich gar nicht groß eingehen. Überschrieben, noch nie gab es so viele Kriege, wie es 1992 gab. Nie gab es so viele Auseinandersetzungen zwischen den Völkern wie in dieser Zeit. Und wir müssen sagen, das ist einige Zeit her. Und die Tendenz ist eher zunehmend gewesen. Wer sich damit beschäftigen möchte, kann das ganz gut tun, wenn er sich die Publikationen des Heidelberger Instituts für internationale Konfliktforschung vornimmt. Ein Institut, was sich damit beschäftigt, die Krisen und Konfliktherde unserer Welt zu analysieren, sie zu vergleichen, sie in statistische Zahlen zu fassen, was, wenn man diese Zahlen an sich nimmt, schon schrecklich genug ist. Doch dieses ist mal, kann ich checken. Also hier sieht man die bitte? Ja, danke. Einfach die Statistik. Das ist jetzt, sind Zahlen aus dem Jahre 2007. Die Tendenz ist in den letzten Jahren weiter so gewesen. Die Zunahme der Konflikte. Das hier ist eine Summierung aller Krisen, aller Kriege, Auseinandersetzungen, Bürgerkriege. Und wir sehen das seit 1945, wo wir sagen, ein Weltkrieg hat stattgefunden. Das größte Trauma, was die Welt treffen könnte, war dort. Aber von dort an, möchte man meinen, haben die Völker gelernt. Wir sehen Friedensbestrebungen. Die Europäische Union versucht, sich zu einigen. Hat die Welt aus diesem furchtbaren Krieg gelernt? Wenn wir uns anschauen, wie die Entwicklung ist, 1945 war am wenigsten los auf dieser Welt. Am wenigsten Kriege herrschten dort. Und die Tendenz ist weiter stetig zunehmend, sodass wir hier im Jahre 2007 bei einer Zahl von 250 bis 300 Konfliktherden militärischer Auseinandersetzung sind.
Und die Zahlen stimmen für das Jahre 2008 erst recht, wo dieser kleine Knick hier nach unten, was die intensivsten Konflikte sind, die man als regelrechten Krieg, offenen Krieg bezeichnet, eher wieder steigender Art. Wir erinnern uns an Georgien, an Tschetschenien und all die Auseinandersetzungen in Afghanistan, derzeit immer noch in aller Munde. Auch eine neue Art des Krieges, der Kriegsführung, die wir in einem globalen Ausmaß kennengelernt haben, wie sie die Welt nicht gesehen hat. Klar, Partisanenkriege kannte man, aber in diesem Ausmaß, in dieser Bedeutung war es etwas Neues. Und wenn wir uns von diesem Heidelberger Institut einmal eine Weltkarte, vielleicht nehmen wir das Licht hier vorne mal weg, Stefan, und können wir das Licht ein bisschen wegnehmen? Ja, vielleicht hier über mir auch noch, dass man die Karte etwas besser sieht. Eine Weltkarte, die die Konflikte und Krisen unserer Zeit darstellt. Und hier in Rot dargestellt finden wir das, was dieses Institut als offenen Krieg bezeichnet, wo regelmäßig mit Waffengewalt das Interesse durchgesetzt wird, Menschen umgebracht werden im größeren Stil. Und wir sehen, dass nahezu in der gesamten Welt verteilt Konflikte, Krisen und Auseinandersetzungen, das sind alles nur die schweren Krisen, wo wirklich mit Waffengewalt aufeinander losgegangen wird, aufzeichnet. Nee, das war vorher besser. Was? Okay. Ja. Einen einzelnen Krisenherd möchte ich herausnehmen. Nicht, weil ich mich in die Politik einmischen möchte oder so etwas. Was dieses Heidelberger Institut als Krieg bezeichnet, ist das, was wir hier in Afghanistan sehen. Die Diskussion, die unsere Politiker führen, um die Menschen vorzugaukeln, da ist etwas anderes. Das ist Wiederaufbauhilfe. Das ist Krisenmanagement, was wir dort treiben. Nein, es herrscht Krieg. Nach der Definition von unabhängigen Instituten. Und dieser Krieg hat ein Ausmaß angenommen, wie es der Weltkrieg nicht hatte. Vielleicht nicht in den Zahlen der Toten, aber sehr wohl in den Zahlen der beteiligten Länder. Wer weiß aus der Geschichte, wie viele Länder ungefähr am Zweiten Weltkrieg beteiligt waren? Schätzungsweise. 10? 20? Na 10. Ja, ne? Die großen Mächte, die Alliierten und vielleicht noch ein paar kleinere ineinander verwickelte. Ich habe letzte Woche in den Nachrichten gehört, dass 24 Länder an einem Konflikt, an einem Krieg in Afghanistan wirklich militärisch beteiligt sind. Und diese Länder habe ich euch mal hier noch markiert. Und man sieht, dass das ein Ausmaß ist. Und das sind auch Länder, die wirklich dort militärisch beteiligt werden, wo wirklich Soldaten hingeschickt werden. Das sind zwar, die Konflikte werden zwar hier ausgetragen, die Soldaten und die Zivilisten sterben in dieser Gegend. Aber sie stammen aus all diesen Ländern. Selbst wir sind am Krieg beteiligt. Soldaten, deutsche Soldaten sterben in diesem Krieg. Und diese Konflikte sind eindeutig zunehmender Art, wie das diese Statistiken dieses Institutes bezeichnen. Die atomare Bedrohung hat selbst trotz aller Abrüstungsideen, Vorstellungen und Hoffnungen nichts an Brisanz verloren. Und ein anderes Problem unserer Zeit, was wir scheinbar gar nicht in den Griff zu bekommen vermögen, ist die Umweltverschmutzung. Die Schädigung unserer Umwelt, die Zerstörung durch uns selbst, die wir uns unserer eigenen Grundlage damit berauben. Und die damit auch verbundenen Folgen, wie wir sie im Klimawandel, in Erdbeben und anderen Naturkatastrophen finden, sind Konflikte, Probleme unserer Zeit, die unsere Zeit kennzeichnen, die zunehmend sind. Und auch dies ist ein etwas älterer Artikel aus dem Jahr 1999. Schon damals waren diese Tendenzen zu sehen. Da titelt die Tagesschau und schreibt, dass wir vor einer Zunahme schwerer Naturkatastrophen gewarnt werden. Sie rechnen damit, dass das mehr wird. Und auch da können wir uns Quellen zu eigen machen, die mit Religion, die mit Bibel gar nichts zu tun haben, die rein aus wissenschaftlichem Interesse
oder man muss schon sagen, aus rein kommerziellem Interesse daran interessiert sind, die Dinge zu betrachten und zu analysieren, wenn wir auf die Informationen, zum Beispiel der Münchner Rück, des größten Rückversicherers weltweit, zu greifen. Sie veröffentlichen jedes Jahr neu ein Schadensbarometer für jedes Jahr, was an Katastrophen, was an Versicherungsproblemen aufgetreten ist. Und dieses Schadensbarometer, das ist mal eine ältere Skizze, ich zeige euch gleich eine neuere, die Entwicklung der Katastrophen, und hier ist es jetzt nur nicht der Anzahl, sondern der Versicherungssummen zeigt, wie sie im Verlauf von 1950 bis, hier ist es auf dieser Grafik, bis zum Jahre 2002 aufgezeichnet ist. Und wir sehen den Trend, den diese Institute sich errechnen und errechnen müssen, weil damit kalkulieren sie, das ist ihre Geschäftsgrundlage, was passiert möglicherweise in der Zukunft. Und das sind ihre Kalkulationen. Wir sehen eine dramatische Zunahme der Kosten, der Schäden durch solche Naturkatastrophen. Dieses Institut setzt das mal mit Zahlen gleich und auch in absoluten Zahlen der Naturkatastrophen finden wir eine ganz sichtbare, stetige Zunahme. Wenn man hier sich ein 10-Jahres-Mittel herausgreift, sieht man, wie die 10-Jahres-Mittel stetig ansteigen. Und wir haben hier das Datum 2004, beziehungsweise 2004, 5, 6, 7. Ja, das zeigt sich im aktuellen Jahr wieder. Wir haben die Dinge schnell vergessen, die dort passiert sind. Hier im Jahre 2004. Gar nicht mal ein so herausragendes Jahr an der Anzahl von Naturkatastrophen. Wer erinnert sich, was da war? Von jetzt ab, in ein paar Tagen. Der Tsunami kostete 230.000 Menschen das Leben, die man zählen kann. Bis heute sind noch 70.000 vermisst. Ihr könnt sie zu den Verstorbenen zählen. Es sind nur die, die man nicht identifizieren konnte, die man nicht gefunden hat. Ein gar nicht mal so herausragendes Jahr an Katastrophen. Was war im Jahr 2008? Könnt ihr schon erinnern, was da war? Stichworte wie Myanmar, Sichuan. Hunderttausende von Menschen fanden in diesen Katastrophen ihren Tod. Und in diesem Schadensspiegel, den die Münchner Rück veröffentlichte, heißt es zum Jahre 2007, das Jahr in Zahlen, so trocken dargestellt. 2007 beliefen sich die gesamtwirtschaftlichen Schäden auf 960 Naturkatastrophen auf 82 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung im Vorjahr von 50 auf 82 Milliarden US-Dollar. Fast eine Verdoppelung im Verlauf des zum Vorjahr. Der Trend zu immer mehr Katastrophen, sagen Sie, hat sich auch im Jahr 2007 fortgesetzt. Im Vergleich, der Mittelwert der 80er Jahre liegt bei knapp 400 Ereignissen. In den 90er Jahre bei 630 Ereignissen. Und in den letzten 10 Jahren haben wir im Schnitt im Jahr 730 große Katastrophen. Und dieser Trend setzte sich auch im Jahre 2008 weiter fort. Dazu komme ich gleich noch mit einer Grafik. Also 2007 war das Jahr mit den meisten Katastrophen seit überhaupt die Münchner Rück angefangen hat, diese Ereignisse zu erfassen. Und das beläuft sich auf die letzten 30, 35 Jahre. Und dies ist aus dem aktuellen Auszug von 2008, also das ist das letzte Jahr, was Sie jetzt bewertet haben, sehen wir, und hier sind jetzt nur die schweren Katastrophen aufgezeichnet. Schwere Katastrophen heißt, dass mindestens 500 Menschen dabei umgekommen sind und dass mindestens ein Schaden von 500 Millionen US-Dollar entstanden ist. Wir sehen hier die stetige Zunahme, und das Jahr 2008 macht da keine große Ausnahme. Wenn man auch in absoluten Zahlen von allen Katastrophen zusammengerechnet auf einen etwas wenigeren Wert kommt, haben wir in diesem Jahr, zwar 2008, waren es 750 Katastrophen. Das liegt immer noch deutlich höher als der 10-Jahres-Durchschnitt. Aber das, was an Zahlen, zum Beispiel, erinnert euch, warte mal, vielleicht gehen wir da zurück. An Werten hier aufgebraucht wurde. 82 Milliarden US-Dollar im Jahre 2007.
beläuft sich der Schaden auf 200 Milliarden US-Dollar im Jahre 2008. Die Katastrophen nehmen zu. Die Statistiken derjenigen, die sich von Berufswegen damit beschäftigen müssen, die weder mit Religion noch mit der Bibel was am Hut haben, zeigen uns diese Dinge, diese Tendenzen auf. Eine ganz andere Katastrophe zeigt dieses Bild an. Was haben wir gesagt? Wir sind ungefähr 200.000 Menschen sind umgekommen bei dem Tsunami. Das waren herausragend schwere Zahlen. So viel waren es war kaum in den Jahren. Wir hatten in Myanmar waren es ungefähr 75.000, die dort 85.000, die starben. 50.000 noch Vermisste in über ein Jahr. In Sichuan waren es 70.000 Tote, 18.000 noch Vermisste, bis heute Vermisste. Diese Katastrophe hier hat Ausmaße, die all diese Katastrophen überschreitet. Der Hunger rafft jedes Jahr um die 60 Millionen Menschen hin. Das sind nicht 60 Millionen, die direkt am Hunger versterben, sondern 60 Millionen, die an den Folgen des Hungers zugrunde gehen. Das heißt, es sind 156.000 pro Tag. Das, was an Naturkatastrophen, was uns entsetzen lässt, wenn wir ins Fernsehen schauen, wenn wir den Fernseher angeschaltet haben und hören, was da passiert ist und sagen, Mensch, im Jahr sind da so viele 100.000 umgekommen, ist diese Katastrophe ein tägliches Desaster auf der Welt. Wenn ihr das euch auf den Tag runterrechnet, sind das 2 Menschen in der Sekunde. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Menschen, die in diesem Augenblick gestorben sind, weil sie nichts zu essen hatten, weil sie an den Folgen des Hungers zugrunde gehen. Das ist eine Krise, ein Problem, das die Welt nicht in den Griff bekommt. Und wir sehen, zu welchen potenziellen Ausmaßen das schreiten kann, wenn wir solche Unruhen sehen, wie im Jahre 2007 die Lebensmittelpreise einen Rekordhoch erreicht haben, dass selbst die, die noch was hatten, die nicht unbedingt zugrunde gegangen sind, darum kämpfen mussten, dass selbst Lebensmittelverteilungen militärisch bewaffnet geschützt werden mussten, lässt uns ahnen, wenn diese Tendenz weitergeht, was auf die Welt zukommt. Dagegen verblassen fast Dinge, die uns umtreiben, die uns beschäftigen, wie eine Finanzkrise. Was das an Geld kostet, was das an Jobs kostet, verblasst fast in dem Vergleich dazu. Nichtsdestotrotz potenziert das diese Probleme, die wir bisher genannt haben. Auch Dinge haben wir angesprochen wie Krankheiten. HIV ist immer noch ein Dauerbrenner, auch wenn er aus den Medien nahezu verschwunden ist. Wir sehen, wie weltweite Seuchen mehr und mehr Überhand nehmen und die wirklich die Weltbevölkerung in Angst und Schrecken versetzen. Also ein einfacher Grippevirus, ein Alarm, Panik und an Geldmitteln auslösen kann, wie jetzt mit der neuen Grippe oder die SARS-Epidemien vor ein paar Jahren. Epidemien an Tieren, wie wir sie in der BSE beispielsweise finden, sind Dinge, die wir nicht handeln können, denen wir uns aber stellen müssen. Und wir wollen uns fragen, was sagt die Bibel zu diesen Dingen? Und da gibt es einen Text, der tatsächlich all diese Dinge wunderbar zusammenfasst. Und ihr könnt das, wer möchte, in der Bibel mit aufschlagen, im Lukas Kapitel 21, Vers 9 und 11, wo es heißt, ihr werdet aber hören von Kriegen und Aufruhr. Und es werden geschehen große Erdbeben und Hungersnöte und Seuchen. Und der Text geht weiter. Vers 11, und große Schrecknisse und Katastrophen. All dies beschreibt die Probleme unserer Zeit. Und Jesus nennt sie als besonderes Charakteristikum unserer Zeit. Natürlich gab es Kriege schon zu allen Zeiten. Wir finden sie in der Bibel, vor 3000 Jahren beschrieben. Natürlich gab es Hungersnöte, wo viele Menschen starben. Aber das hat in einem Maße zugenommen, dass es zu einem markanten Kriterium unserer Zeit wurde. Und wir uns heute als Gesellschaft diesen Problemen stellen müssen.
Die Politik versucht, Lösungsansätze zu finden, die fast in ihrer Lächerlichkeit verpuffen. Wenn wir überlegen, was man versucht, um den Klimawandel aufzuhalten, der die Ursache für den größten Teil dieser Katastrophen ist, diese Wetterkatastrophen. Die Münchner Rück bringt wunderbare, detaillierte Darstellungen, welche Ursachen zu welchen Katastrophen führen. Und führt den Klimawandel als eine Nummer 1 Ursache an, zu solchen Wetterkatastrophen wie Wirbelstürmen, Erderwärmung, zu Klimakatastrophen, wie wir sie in Extremwettern, Trockenheiten, Kälteeinbrüchen kennen. Und wenn man versucht, in 10, 20 Jahren so und so viel Prozent einzusparen, als Gesamtindustrienationen, und dann schaut, dass diese gleichen Treibhausgase von China innerhalb von einem Jahr in die Luft geblasen werden, merkt man, wie lächerlich diese Ansätze sind, in 20 Jahren das zu sparen, was China in einem Jahr in die Luft gibt. Das ist ein Lösungsansatz, der ins Leere laufen wird. Und wir ahnen, wenn wir uns diese Statistiken anschauen, was auf die Welt noch zukommen wird. Und wir brauchen uns nicht nur zu ahnen, wenn wir in die Bibel schauen, werden uns diese Dinge beschrieben. Und wenn wir so einen Blick in die Bibel tun, will Jesus tatsächlich den Vorhang, der die Zukunft verhüllt, ein wenig zur Seite nehmen und uns zeigen, dass es keinen Lösungsansatz für uns auf dieser Welt gibt. Und er will uns einen Lösungsansatz von seiner Seite her zeigen und macht deutlich, dass er trotz all dieser Ereignisse immer noch den Überblick behalten hat. Wenn wir schon gar nicht mehr uns erinnern können, was im letzten Jahr an furchtbaren Dingen Hunderttausenden von Menschen das Leben gekostet hat, hat Jesus die Dinge von vornherein noch in der Hand, noch die Kontrolle. Und er sagt hier im Jesaja Kapitel 46, Vers 9 und 10, ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll. Und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Und ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Nicht, dass Jesus diese Dinge geplant hat. Nicht, dass es sein Wunsch wäre, dass die Welt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Aber er kann in seiner Weisheit die Dinge lange Jahrhunderte vorher rausschauen. Und beschreibt uns unsere Zeit mit den Worten, wie wir sie gelesen haben. Und lenkt unseren Blick auf die Bibel als eine Orientierung in diesen wirren Zeiten. Nennt uns nicht nur diese Dinge, sondern lässt sie uns auch einordnen und uns daran Orientierung finden. Er schreibt hier im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das dann scheint an einem dunklen Ort. Und wie dunkel mag uns die Zukunft bei solchen Aussichten erscheinen. Und wir bekommen, wenn wir die Prophetie studieren, einen Einblick in die vergangene Geschichte, was Hermann angekündigt hat, auch einen Einblick in die Dinge, die die Geschicke der Welt lenken. Und wir wollen anfangen, unser Studium, mit einem Traum des Königs. Wir wollen uns in die Zeit zurückversetzen lassen, ungefähr 600 vor Christus, in die Hochkultur des Zweistromlandes. Wir wollen da einen Einblick bekommen, wo Gott uns in einfachen Bildern die Geschichte der Welt zeichnet. Und wir können heute nun gut dahergehen und sagen und das rückblickend schauen, ob sich so verhalten hat. Wir wollen nach Babylon sozusagen in Gedanken reisen, in die mächtige und prächtige Metropole des gleichnamigen Reiches, bekannt durch sein Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis. In seiner Größe und Herrlichkeit glich keine antike Stadt dieser Metropole. In Größe und Pracht war nichts dieser Welt gleich. Und es war die Zeit Nebukadnezar des Zweiten, der auf dem Höhepunkt seiner Macht dieses Land Babylon zu einer Blüte führte, wie sie keine andere Nation vor ihm hatte. An Wissenschaft, an Erkenntnis,
an Größe und Reichtum. Doch anders als die Monarchen seiner Zeit war Nebukadnezar nicht nur stolzer Fürst, sich bewusst seiner absoluten Macht, sondern er war auch ein sehr nachdenklicher Mensch, der trotz seiner Größe und Macht über die Sinnhaftigkeit des Lebens nachdachte, darüber nachdachte, was wohl kommen mag. Und so stellt uns ihn die Bibel vor. In Daniel 2, Vers 29 heißt es von ihm: Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen würde. Er machte sich Gedanken, er war sich bewusst, dass er keine göttliche Gestalt hat und weiter existieren würde. Er war sich bewusst, dass auch sein Reich, seine Macht ein Ende haben wird. Was würde kommen? Was ist der Sinn meines Daseins? Was ist das, was hinter all dem steckt? Was leitet die Geschicke der Menschheit? Er erkannte auch seine eigene Begrenztheit. Ich glaube, er kann uns darin auch uns modernen Menschen, selbst wenn er 2600 Jahre älter ist als wir, ein Vorbild sein. Wie viele Gedanken machen wir uns heutzutage? Wie viele Gedanken machen sich die Menschen heutzutage über das Schicksal nach ihnen? Über die wesentlichen Fragen des Lebens? Wie viel rennen wir gedankenlos durch den Tag? Wir kennen den Begriff einer Spaßgesellschaft, einer Vergnügungsindustrie, die darauf aus ist, uns vergessen zu lassen, wie die Realitäten in der Welt um uns herum aussehen, wenn wir den Blick ein bisschen weiterrichten. Lieblosigkeit, halbherzige Bemühungen in den Krisen dieser Zeit, im Klimaschutz, im Umweltschutz. Nebukadnezar machte sich ernsthaft Gedanken. Auch als Heidenkönig. Aber Gott griff diese Möglichkeit auf. Gott wollte auch ihm nicht im Unklaren lassen. Und so heißt es dort, und der die Geheimnisse offenbart, hat es dir kundgetan, was danach geschehen wird. Und wir wollen uns anschauen, was ihm gezeigt wurde. In einem Traum hatte Gott ihm diese Dinge beantwortet. Ihm gezeigt, wie die Entwicklung der Welt sein würde, in einem Bild, das er verstehen konnte, das er begreifen konnte. Doch als er erwachte, war von diesem Traum nichts weiter übrig als die Erinnerung, da war etwas Wichtiges. Da war die Beantwortung meiner elementaren, brennenden Frage. Und er richtete sich an diejenigen, die ihm gesagt hatten, wir können übernatürliche Dinge lösen. Wir können deine Fragen beantworten. Wir wissen über das Geschick der Götter und der Welt Bescheid. Er wendete sich an seine Weisen, an seine Priester. Richtete an sie die Frage, nun erzählt mir, was ich erlebt habe. Ihr könnt das nachlesen in Daniel 2. Ich möchte euch auffordern, das zu Hause auch in Ruhe zu tun. Aber er forderte Unmögliches von Menschen. Ratlosigkeit, Hilflosigkeit. Ja, frecher Trotz zeichnete sie aus, als sie ihn aufforderten, nun möge er ihnen doch endlich sagen, was er ja von ihnen schon wissen wollte. Er soll ihm den Traum sagen und sie würden sich schon was ausdenken. Ihre Zauberei, ihre übernatürlichen Kräfte, die sie für sich beanspruchten, ihre Erkenntnisse der Götterwelt, war alles zunichte. Und Nebukadnezar erkannte die Verlogenheit solch eines Systems. Erkannte, wie betrogen er war, wenn er sie um Rat gefragt hatte, wo er es nicht überprüfen konnte. Und nun aber doch ganz fürstenhaft, wie es in seiner Zeit war, ordnete er die Vernichtung dieser Menschen an, die ihm bis dahin in das Licht geführt haben. Und so heißt es da in Daniel 2, Vers 13, das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Und auch Daniel und seine Gefährten waren unter diesen Weisen. Daniel, einer der Gefangenen aus Babylon, die Nebukadnezar nach Babylon führte, ein Prophet Gottes. Er war unter diesen Weisen. Er sollte mitgetötet werden. Doch er erbat sich eine Gnadenfrist. Er ging zum König und sagte ihm, König, weiß, deine Weisen haben keine Chance, dies zu beantworten. Denn es ist etwas, was du vom Menschen nicht verlangen kannst. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der kann diese Fragen beantworten. Und Daniel wird ihm eventuell diese alte Rolle aus dem Jesaja vorgelegt haben. Denn er nahm sie auch später zur Hand. Und ihm diese Verse vorgeführt haben, dass Gott die Geschicke der Welt kennt. Und hier
glimmt Hoffnung in Nebukadnezar auf. Doch noch diese brennende Frage beantwortet zu kommen, was ist das Schicksal der Welt? Der Sinn der Welt. Und so gewährt ihm die Gnadenfrist und Daniel tut das einzig Notwendige und Richtige in dieser Situation. Er wendet sich an Gott. Er kniet hin und betet und ringt um Erkenntnis. Und Gott lässt kein Gebet unerhört, was in Aufrichtigkeit gebetet wurde. Und so wurde sein Gebet erhört. Und er erhält von Gott Aufklärung über diesen Traum. Und kann zu Nebukadnezar gehen und mit Gottvertrauen sagen, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbaren kann. Und der hat dem König kundgetan, was geschehen soll. Und Daniel schildert ihm, was der König sah. Denn er sah ein Bild, ein Standbild, seinen Kopf von feinstem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße waren teils aus Eisen und teils aus Ton. Eine seltsame Darstellung der Weltgeschichte. Und auch Nebukadnezar wird ihn etwas verwirrt angeschaut haben und gesagt haben, ja, und was bedeutet das? Und Daniel fasst sich relativ kurz und sagt ihm, Gott hat dir die Geschicke der Welt gezeigt. Du, Nebukadnezar, du und dein Reich werden dargestellt hier in diesem goldenen Haupt. Dieses goldene Haupt stellt dein Fürstentum dar, dein Königreich. Und nach dir wird ein anderes Reich kommen. Eins, was geringer ist als deins. Mit wenigen Worten, mit wenig Inhalt schildert Daniel dem Nebukadnezar die Zukunft seines Reiches. Er sagt, nach dir wird etwas anderes kommen. Dein Reich wird vergehen, ein neues Reich wird kommen. Wir finden das auch im Daniel 5 beschrieben. Und in dem Bild eine Brust und Arme aus Silber, weniger an Wert. Offensichtlich den Verfall an Wert, den Gott dem Reich beimisst. Der letzte König Babylons, Belsazar, als Mitregent seines Vaters, Nabonid, feiert ein Triumphfest. Ein Triumphfest zum Gedenken an die Eroberung Jerusalems. Und er feiert, prahlt und lobt die Gottheiten, die er hat damit nichts zu tun gehabt, die seinen Großvater Nebukadnezar in der Schlacht bewahrten, in der Schlacht siegreich sein ließen. Und er ließ als Triumph die heiligen Gefäße aus dem Tempel Jerusalems bringen. Und daraus trank er und lobte die heidnischen Götter, so beschreibt es uns die Bibel, als Sieg, als die Überlegenheit seiner Religion und seines Reiches über alle anderen. Durch diese Fröhlichkeit wurde jäh unterbrochen. Und es war der König als erstes bemerkte, dass dort, wie von Geisterhand, ganz still, ohne Donnerschlag, ohne laute Drohungen, eine Hand einen Schriftzug zeichnete, der allen Anwesenden ein böses Omen zu verheißen schien. Er schien ein unheilverkündendes Mene Tekel an die Wand geschrieben zu sein. Doch lösen konnten sie es nicht. Sie erkannten die Schrift, aber lesen konnten sie sie nicht. Und auch wieder zeigt sich, dass die Weisheit der damaligen Völker nichts vermochte. Und auch wir kennen den Begriff eines Mene Tekels. Und wir werden gleich sehen, dass wir nicht ohne Grund dies als ein unheilbringendes Omen bezeichnen. Wieder muss Gott eingreifen. Wieder zeigt Gott seine Überlegenheit, indem er Daniel das Schicksal dieses Reiches aufzeichnen lässt. Und er hält dem König seine Sünden vor und liest ihm den göttlichen Urteilsspruch vor, der dort an der Wand geschrieben steht. Und wir können es nachlesen, Daniel 2, Vers 26 und 27. Er sagt, da steht Mene, Tekel, Upharsin. Mene, das heißt, Gott hat dein Königtum gezählt. Und er hat es beendet. Tekel, man hat dich persönlich auf der Waage gewogen und für zu leicht befunden. Du wirst weggetan werden. Upharsin, dein Reich ist geteilt
und wird den Medern und Persern gegeben werden. Bitte? Daniel 5, Vers, habe ich zwei gesagt? Verzeihung, Daniel 5, Vers 26 und 27. Ja? Auch wir kennen diesen Begriff eines Menetekels, eines drohenden Urteilsspruchs. Und dies hörte der König über sein Reich. Es sollte den Medern und Persern gegeben werden. Und noch während das Fest langsam ausstarb, während die geladenen Gäste noch geschockt und erschreckt von dieser Botschaft, fast wie gelähmt waren, drangen schon die Heere der medopersischen Allianz in die Stadt ein. Die Truppen drangen über das ausgetrocknete Flussbett, während noch Belsazar versuchte, Daniel zu ehren für das, was er ihm offenbaren konnte. Und schnell war die Stadt in der Hand derjenigen, die darauf lauerten, diesem Land ein Ende zu machen, um den göttlichen Urteilsspruch zu erfüllen. Drangen über das ausgetrocknete Flussbett in die offenen Tore der Stadt ein. Und auch das war etwas, was die Bibel wusste, was schon Jahrhunderte zuvor vorhergesagt war. In Jesaja 45, dort finden wir ganz genau vorhergesagt, wie das ablaufen sollte, wie dieser Wechsel der Macht stattfinden sollte. Da können wir es lesen. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff, dass ich ihm vor ihm die Völker unterwerfe. Ich werde Königen das Schwert abgürten. Und Türen sollen vor ihm nicht verschlossen bleiben. Und die Tore nicht verschlossen bleiben. Selbst der Eroberer wird genannt. Und es ist nicht etwa im Rückblick geschehen, sondern 150 Jahre vor der Geburt dieses Eroberers wurde es im Detail vorhergesagt. Kyros war mit Sicherheit recht verdutzt, als Daniel ihm mit Sicherheit diese Weissagungen vorlegte. Dass er vorhergesagt war, dass er einen göttlichen Auftrag ausführte. Und dieser Auftrag ging sogar noch weiter. Aber dieser Auftrag war sogar sehr detailliert dargelegt. In dem Jesaja 44, in den Versen davor, lesen wir, wie es stattfinden würde. Dass Gott sogar sprechen würde, deine Fluten zu Babylon trockne ich aus, um Kyros den Weg zu ebnen. Damit nämlich die Türe geöffnet werden und die Tore nicht verschlossen bleiben, wie es tatsächlich bei der Eroberung Babylons war. Die Tore waren offen, das Flussbett umgeleitet und ausgetrocknet, wie es die Prophezeiung beschrieb. Erstaunt war Kyros, als er seine Geschichte, seine gerade klug, wie er dachte, ausgedachten Schachzug in einer 150 Jahre alten Schriftrolle wiederfand, eines Propheten des Herrn. Und auch dieses Fest war schon vorhergesagt. Jeremia 51, in Versen 56 bis 57, heißt es, denn über Babel wird der Verwüster kommen. Seine Helden werden gefangen, sein Bogen zerbrochen. Denn Gott, der Vergeltung, der Herr zahlt es ihm heim. Ich will seine Fürsten, seine Herren, seine Hauptleute und seine Krieger trunken machen. Und sie waren trunken. Als die entscheidende Stunde der Schlacht war, waren sie völlig betrunken. Dass sie zu ewigem Schlaf einschlafen sollen, von dem sie nie wieder aufwachen. Viele sind aus diesem Trunkenheitszustand nie wieder aufgewacht, weil die Schwerter der medischen Truppen sie niederstreckten. Dieses Reich war aus Silber dargestellt. Daniel sagt, es sollte etwas niedriger sein als das Reich Babylons, das Nebukadnezar beherrschte. Es war mit Sicherheit nicht geringer an Macht, nicht geringer in seiner Ausdehnung, nicht geringer in seiner Dauer, die es existierte. Aber es war mit Sicherheit geringer
in den Augen Gottes, in der Gotteserkenntnis. Wenn wir das vergleichen wie noch Nebukadnezar, als er diese Dinge erfuhr, als er auch das Wirken Gottes in seinem Leben erfuhr, reagierte und Gott lobte, öffentlich in seinem ganzen Reich verkündete, wo er sagt, ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert. Ich ehre und preise den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind Recht, bekennt Nebukadnezar als mächtigster Mann der damaligen Welt und lässt es seinen Untertanen wissen. Gottes Erkenntnis war groß in diesem Reich. Auch Kyros hat viel gesehen. Kyros hat sehr gestaunt. Und auch er anerkennt das. In seinem Zylinder, das können wir auch in der, nicht nur in der Bibel finden, sondern in diesem Zylinder, in dem Kyros seine Eroberung Babylons beschreibt, da schreibt er, na vielleicht machen wir es etwas größer, damit es besser zu lesen ist, Marduk. Gut, das war der Gott, die Bezeichnung des Gottes Babylons. Marduk durchsuchte und schaute in allen Landen. Er suchte nach einem gerechten Herrscher, nun der bereit wäre, Marduk in die jährliche Prozession zu führen. Dann rief er den Namen von Kyros, König von Anzan, und erklärte, er würde der Herrscher der ganzen Welt werden. Er beugte vor ihm das Land, das Gutea-Land und all die Manderhorten. Kyros als Perser vereinte das persische und das medische Reich. Und Kyros bemühte sich, die Menschen, die Marduk ihn erobern ließ, in Gerechtigkeit zu behandeln. Marduk, der große Herr, ein Beschützer seines Volkes, betrachtete Kyros gute Taten mit Wohlgefallen und befahl ihm daher, gegen seine Stadt Babylon zu marschieren. Doch Kyros erkannte wohl, und man mag sein, er würde wirklich hier aus der Jesaja-Rolle gerne zitieren, dies für sich auch in Anspruch nehmen, dass Gott ihn rief, sich umschaute nach einem Herrscher, der seine Pläne ausführen sollte. Und war es nicht genau das? Aber so ganz kriegt er die Dinge nicht mehr auf die Reihe. Ne? Bezeichnet ihn als Marduk, den Gott, den Götzen der Stadt Babylon. Nichts von dem wahren Gott des Himmels, den Nebukadnezar Tatsache im Gegensatz zu seinen heidnischen Götzen erkannt hatte. Doch auch dieses Reich sollte nicht ewig dauern. Und ein weiteres Reich müsste kommen. In dem Bild dargestellt als Hüften aus Bronze. Und auch Daniel macht es uns da nicht schwer. Im Kapitel 8 dieses Buches finden wir in den Versen 20 und 21 auch ganz leicht beschrieben, welche Nation als nächstes auftreten sollte. Das heißt hier, ohne jetzt, dass wir jetzt auf diese Vision näher eingehen wollen, wir wollen das später vielleicht in weiterführenden Seminaren tun, heißt es hier, der König von Medien und Persien wird mit dem König von Griechenland zusammenstoßen und ihm unterliegen. Das griechische Reich würde das nächste sein. So sagt es die Weissagung und so erfüllt es sich in der Geschichte, die wir heute in unseren Büchern lesen können. Allen voran unter einem einmaligen Eroberer, wie ihn die Welt bis dahin nicht gesehen hat. Alexander, die Bücher nennen ihn den Großen. In seiner Jugend, in seiner Kriegslust, durchreiste er, möchte man beinahe nur sagen, die ganze damalige bekannte Welt und darüber hinaus und verleibte sich in einem Kriegszug nach dem anderen ein, was sich ihm im Weg stellte. In vielen Regionen war es nur ein Durchreisen. Und hat er ein Reich aufgerichtet, was alles andere bis dahin in den Schatten stellte. Von der Ausdehnung, von der Größe, mit nichts zu vergleichen, was es bis dahin je gegeben hat. Und dennoch bezeichnet die Bibel auch dies als noch weniger wert, noch geringer als die anderen Reiche, indem es der Wert des Metalls weniger werden ließ. Dieser Triumph dauerte nicht lange. Wenige Jahre und auf dem Höhepunkt seiner Macht zerfiel sein Reich nach seinem Tod schnell in verschiedenste kleine Teilreiche, von denen wenig von seiner Größe übrig blieb. Es war riesig an Ausdehnung, doch von kurzer Dauer. Und auch in seiner Religiosität.
war es nichts mit der Anerkennung der Führung Gottes, wie es noch Kyros offenbarte, oder der Anerkennung der göttlichen Oberhoheit, wie sie Nebukadnezar kennzeichnete. Wohl war Alexander religiös. Wohl anerkannte er religiöse Formen anderer Nationen. Aber seine Religiosität steigerte sich fast zum Wahn, zur Selbstherrlichkeit. Und auch dies sollte abgelöst werden. Mit einem vierten Königreich heißt es, das stark sein wird wie Eisen. Und ebenso wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, so wird es auch dem Eisen gleich, was alles zertrümmert, all das zermalmen, was vor ihm war. Ein mächtiges Reich würde das ablösen, was Alexander aufgebaut hatte, was von dem zerbrochenen Reich noch übrig war. Und die Geschichte zeichnet uns dies in dem Aufkommen und Erstarken des römischen Weltreiches. Rom, setzen wir es an, von 168 an, mit seiner unvergleichlichen Härte und Eroberungsgewalt, kennen wir sprichwörtlich als das eiserne Rom. Und die Bibel benutzt das passendste Bild dazu, indem es Rom darstellt in den Beinen von Eisen. Doch auch dies ist vergänglich. Aber in seiner Gewalt, in seiner Eroberung war es einmalig. Alles zerstörend, alles sich einverleibend. Von seiner Größe und Macht sehen wir heute nicht mehr viel. Nur noch ein paar Ruinen, ein paar Steine lassen erahnen, was für mächtige Bauwerke das waren. Was für großartige Herrscher dort ein- und ausgingen. Denn auch hier bezeichnete die Bibel ein Ende dieser Macht. Und beschreibt in einem Bild von schwachen, tönernen Füßen ein nächstes Reich, ein Mischreich, was nichts mehr mit einem einheitlichen Gemein hat, einem schönen, edlen Metall, sondern Härte und Schwäche gemischt. Wir finden das wieder im Daniel 2, Vers 14, wo wir tatsächlich von dem römischen Reich weitergeführt werden, unser Blick in die Entstehung des heutigen Europa gelenkt wird. Mit dem Einfall der germanischen Stämme in das römische Reich zerfiel dieses Reich, zerrüttet von innerer Degeneration und Streitigkeiten immer mehr. Und letztendlich war das weströmische Reich gänzlich unter den germanischen Stämmen aufgeteilt. Dort angesiedelt. Und es heißt, dass du aber die Füße und Zehen teils von Eisen und teils von Ton gesehen hast. Das bedeutet, das wird ein zerteiltes Reich sein. Es war keine einheitliche Macht mehr. Kein einheitliches Reich oder weltumspannendes Reich, was Rom ablöste. Es war ein geteiltes Reich. Aus vielen Königreichen bestehend, aus vielen Herrschern mit eigenen Interessen sich entwickelt. Und dass du gesehen hast, dass Eisen mit Ton vermengt ist, das bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten. So wie sich Ton und Eisen nicht miteinander mischen lässt. Es war ein geteiltes Reich über Jahrhunderte, oder ist ein geteiltes Reich über Jahrhunderte hinweg. Mit vielen Bestrebungen, das Ganze zu einen. Und ein ganz besonderes Phänomen beschreibt uns die Bibel hier, dass sie versuchen werden, durch Heiraten sich miteinander zu vermischen, zu verbinden, um da Einheit und Stärke wiederherzustellen. Und wenn wir in unsere Geschichtsbücher schauen, ist das genau das, wie diese Reiche versuchten, wieder untereinander Einheit zu gewinnen. Allen voran die Habsburger Dynastie, die das sprichwörtlich gemacht hat. Unter Friedrich III. Von Österreich war dieser Wahlspruch, mögen andere Krieg führen, du glückliches Österreich, du heirate, Strategie und Sinn und Zweck. Und wir finden, wenn wir dieses Relief dieser Habsburger Dynastie sehen, die Zeichnungen, wie die verschiedenen
Königreiche miteinander verwandt und verschwägert waren. Hier Spanien, Österreich, Österreich-Ungarn ist uns ein Begriff. Spanien mit England, mit Frankreich. Da sind viele berühmte Namen, die wir finden. Und wer die Geschichtsbücher aufschlagen mag zu Hause, wie Katharina von Medici, versuchte, ihre Söhne mit England zu verheiraten. Maria Stuart. England und Frankreich versuchten, hier über diesen Bund der Ehe Frieden zu finden. Spanien und Portugal versuchten, sich untereinander zu verheiraten. Marie Antoinette, auch Napoleon, versuchte, die Bindungen mit Österreich zum Beispiel zu festigen, indem er Marie-Louise von Österreich heiratete. Viele knüpften Bande untereinander. Aber letztendlich, sagte die Bibel, sie werden nicht aneinander halten. Es wird ein geteiltes Reich bleiben und viele der Kriege, die wir in den vergangenen Jahrhunderten sehen, die wir in unserem Geschichtsunterricht betrachten, endeten als Bruderkriege. Doch auch militärisch hat man versucht, Europa immer wieder zu einen. Die Bilder sprechen für sich, unter welchen Versuchen es ist, der deutsche Kaiser und der Adolf Hitler im Deutschen Reich, Napoleon, Karl der Große, all diese versuchten mit Gewalt Europa unter ihrer Herrschaft zu vereinen. Und bis in unsere Neuzeit hinein stürzten sie Europa in Jahrhunderte des Krieges, der Auseinandersetzung, die in dem Großen Weltkrieg letztendlich auch einen Gipfel fand. Aber man versucht Europa weiterhin zu stabilisieren, nach all dem diese Versuche fehlschlugen. Über manchen Fehlschlag sind wir heute dankbar und glücklich, ne? Wenn wir an das Dritte Reich denken, dass das nichts geworden ist. Auch heute versucht man Europa unter einem ganz anderen Banner zu vereinen. Politisch sich anzugleichen, einheitliche Linie hineinzubekommen. Und wir sehen in dieser Tage, wie man mit einer europäischen Grundverfassung neue Grundlagen legen will. Gemeinsamen Gremien, Ministern. Doch auch hier gilt das Gleiche. So wie es die Bibel in Daniel 2, Vers 43 sagt, aber sie werden doch nicht aneinander halten. So wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Die Zukunft mag zeigen, wie sich auch dieser Vers, wie er sich in den vergangenen Jahrhunderten erfüllt hatte, auch in unseren Tagen erfüllt. Und so sehen wir, wie tatsächlich Gott in diesem wirklich eigentlich einfachen Bild Nebukadnezar die Entwicklung der gesamten Weltgeschichte aufzeichnete. Wie wir sie in ihren Charakteristikern, wie sie uns die Bibel zeichnet, tatsächlich in der Geschichte wiederfinden. Wie sie von Babylon an über die verschiedenen Reiche bis hin ins heutige Europa der Blick Nebukadnezars reichte, was ihm Gott zeigte. Doch damit endete auch dieses Bild, was Nebukadnezar erhielt, nicht. Denn es wird noch etwas anderes in diesem Traum gezeigt. Das lesen wir ab den Versen 44 dort. Aber zu der Zeit dieser Könige, und das ist, wenn wir hier zurückgehen, zu diesem Abschnitt der Weltgeschichte, sagt die Bibel, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und das Königreich wird auch keinem anderen Volk überlassen bleiben. Dieses Königreich Gottes, wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten von dem, was wir heute kennen. Es selbst aber wird ewig bestehen. Und wie du es ja gesehen hast, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden von diesem Berg herunterkam, der Eisen, Kupfer, Ton, Silber und Gold zermalmte. So hat der große Gott dem König kundgetan, was dereinst geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig. Und die Deutung ist richtig. Können wir heute unterstreichen, wenn wir zurückschauen. Nebukadnezar musste das noch glauben. Wir können es heute sehen, wie es tatsächlich sich so erfüllt hat. In all seinen Facetten.
Wir kriegen einen groben Fahrplan hier gezeichnet über die Weltgeschichte. In unseren weiteren Vorträgen werden wir noch einen viel detaillierteren Fahrplan erhalten. Wir können heute zurückblicken in die Vergangenheit, wie sich dieser Fahrplan, diese groben Meilensteine tatsächlich so erfüllt haben. An welcher Ecke der Geschichte wir angekommen sind, wenn ihr dieses Standbild vor Augen habt, wo wir stehen. Und die Bibel sagt, wie sie das beendet. Nämlich mit der Wiederkunft Christi. Dass er sein Reich aufrichten wird. Und ohne anderen Vorträgen vorwegzugreifen, ist es auch das zentrale Thema des Neuen Testamentes. Wie Gott die Probleme dieser Zeit lösen möchte. Und er wird sie nicht lösen, indem er hier und dort herumdoktert. Anleitung gibt, so kannst du weniger Umweltverschmutzung bringen. Und so kannst du in diesen Regionen den Konflikt wieder befrieden. Sondern er löst diese Probleme, indem er diesen Reichen, dieser Welt ein Ende setzt. Und dies ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Denn wenn es nicht so wäre, so hätte ich dann noch zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Ja, wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus kündigt seine Wiederkunft an. Und er hat sie nicht nur da angekündigt, so hat sie es schon vorhergezeichnet, dass wir ein grobes Zeitraster haben, wo wir danach suchen müssen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Ja, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Keine geheime Entrückung, kein heimliches Wiederkommen in irgendeiner Art und Weise, sondern so, wie es uns das Bild in Daniel beschreibt. Wie ein Blitz, unübersehbar. Alles vernichtend, was bis dahin auf dieser Welt existiert hat. Und er wird so wiederkommen, wie er zum Himmel gefahren ist. Das ist die Botschaft an seine Jünger, als er in den Himmel fährt. Und als Jesus ihnen solche Dinge vor Augen führt, brennt uns auch natürlich auf den Nägeln die Frage, ja, sage uns denn, wann wird denn das geschehen? Was ist das Zeichen für das Kommen und für das Ende der Welt? Wann, sagte er, in seinem Wort, wird es geschehen? Er sagte, zu Zeiten dieser Könige. Nachdem diese Geschichte bereits abgelaufen ist, und wir im heutigen Europa angekommen sind, sagt er, zu dieser Zeit wird das geschehen. In unserer Zeit, in der wir leben. Will Gott die Probleme, die wir heute uns stellen müssen, auf diese Art und Weise lösen? Hiermit bekommen wir eine Karte. Eine Karte im groben Maßstab gezeichnet, wie die Weltgeschichte ablaufen soll. Aus Nebukadnezars Sicht wird und aus unserer Sicht ablief. Doch die Karten, die die Bibel zeichnet, werden genauer. Noch viel detaillierter. Wenn wir sozusagen mit dem Auto losfahren und ein Land durchqueren, dann reicht uns ein grober Atlas. Dann reicht uns die Autobahnaufzeichnung, wo wir lang fahren müssen. Kommen wir in dieses Land und nähern wir uns dem Ziel, reicht uns dann dieser grobe Maßstab, sagen wir, wo Deutschland im Gesamtheit drauf ist und die Autobahnen gut verzeichnet sind? Was machen wir dann als nächstes? Wenn wir runterkommen von der Autobahn, wir nehmen uns, was? Eine kleinere Karte. Wir schlagen die Seite um und schauen, wo der detailliertere Maßstab ist. Wo es noch ein genaueres zu sehen gibt. Wo die kleinen Wege langführen. Wo die speziellen Kurven und Ecken und Kreuzungen aufgezeichnet sind. Und genau das tut Jesus auch. Hier hat er uns einen groben Fahrplan aufgezeichnet. Wir werden im Laufe der Vorträge auf viel detailliertere Detailkarten schauen, die uns nicht nur zeigen, was in der Vergangenheit war, welche Ecken wir schon passiert haben, sondern was noch die Zukunft der Menschheit zu erwarten hat. Ja, zur Zeit dieser Füße, sagt er. Das ist das Wann.
Und wenn wir uns anschauen, die Elemente, den Zustand der Welt in dieser Zeit, in unserer Zeit, und wir uns fragen, was wird denn das Zeichen sein für dein Kommen und das Ende der Welt? Ist genau dieser Vers die Antwort darauf hin. Ist genau das das Zeichen, wie wir unsere Welt doch am Anfang des Vortrags beschrieben haben. Kriege, Aufruhr, Erdbeben, Hungersnot, Seuchen, Katastrophen. Sagt Jesus, ist das Zeichen, dass das Ende der Welt nahe ist. Das sind Probleme, die so groß sind, dass sie die Menschheit nicht mehr lösen kann. Und dieser Vers geht weiter. Im Lukas 21, 25 und 28. Da heißt es, und auf Erden wird den Leuten bange sein. Und sie werden zagen, Angst haben. Und das Meer und die Wogen, und sie werden brausen. Und die Menschen werden sich fürchten, verschmachten vor Furcht. Das heißt nicht nur einfach, na, so ein bisschen unsicher, ein bisschen sorgenvoll, ist zu, Blick in die Zukunft. Nein, ein Verschmachten, ein Vergehen aus Angst vor dem, was die Welt bringen wird. Vom Warten der Dinge, die kommen sollen. Denn auch die Kräfte des Himmels werden in Bewegung gesetzt werden. Das, was wir jetzt sehen, bezeichnet die Bibel als den Anfang der Wehen. Für uns ein Erahnen, was noch kommen wird auf diese Welt. Denn das heißt, wenn dies aber anfängt zu geschehen, wenn wir schon diese Entwicklung sehen, die wir in den Statistiken und Aufzeichnungen gesehen haben am Anfang, wenn das anfängt zu geschehen, dann seht und erhebt eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Denn alsdann werden sie sehen, dass Menschensohn kommen in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. In unseren Tagen ist es, wo dieses Ereignis stattfinden wird. Die Zeichen der Zeit, wie wir sie in unserer Geschichte, wie wir in unseren Nachrichten, in unseren Zeitungen wiederfinden, sind die Ereignisse, die dieses Ereignis vorher ankündigen. Und wer auf diesen Stein fällt, heißt es in Matthäus 21, der wird zerschellen. Aber auf wen der Stein fällt, den wird er zermalmen. Ein Bild, was die Bibel gebraucht. Das haben wir, da haben wir gesehen. Ne? Dieser Stein zerschlug alles, wo er auftraf. Und nichts blieb übrig. Aber wir können diese Vernichtung überstehen, wenn wir, anders im Bild gesprochen, selbst auf diesen Felsen, gemeint ist Christus, fallen. Nämlich unser Herz übergeben. Uns auf diesen Kompass einlassen, den uns die Bibel gibt. Und auf diese Karte uns zu Herzen nehmen und uns weisen lassen, warnen lassen. Und auch wenn da steht, du musst rechts abbiegen, auch rechts abbiegen und nicht geradeaus oder nach links fahren. Denn wo kommen wir hin, wenn wir das tun? Wenn wir das so auf unserer Karte tun, wir haben so einen wunderbar detaillierten Maßstab und sehen, rechts muss ich abbiegen, das Schild sagt es auch noch. So, der Weg sieht aber anders und bequemer aus. Und er führt auch so grob erstmal in die richtige Himmelsrichtung vielleicht. Kommen wir nie zum Ziel. Wenn wir so auch mit der Bibel verfahren. Und zwar diese Karte anschauen und sagen, wunderbar. Toll, wie das hier den ganzen Weg ins Land geführt hat. Aber die Detailkarte nicht beachten, nicht befolgen, werden wir am Ziel vorbeikommen. Sieh, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir zu geben, einem jeglichen wie seine Werke sein werden. Es liegt an uns, zu entscheiden. Was wir aus den großen Erkenntnissen, die Nebukadnezar bekommen hat, für unser persönliches Leben machen. Ob wir es abtun, sagen, was soll's? Oder ob wir uns zu Herzen nehmen. Ob wir eine Karte, die in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie zuverlässig ist, beiseite tun und uns was anderes zur Hand nehmen, weil es moderner aussieht. Weil vielleicht die Druckauflage neuer ist. Oder ob wir uns den detaillierteren Maßstab auch anschauen, dieser Karte, den uns die Bibel hier mit an die Hand geben möchte. Diese Frage können wir uns stellen, wenn wir in den kommenden Vorträgen schauen,
wie der detaillierte Plan aussieht. Und ich möchte alle an dieser Stelle einladen, die weiteren Vorträge sich genau anzuhören, genau hinzuschauen, genau zu hinterfragen. Am liebsten natürlich hier im Saal, wo man dabei ist, aber auch wer weiter weg ist, im Internet, ist eingeladen, wieder einzuschalten, wenn wir auch kommen nächste Woche, die weiteren Dinge uns aufschlüsseln lassen. Uns nämlich der Problematik stellen, was die Bibel wirklich zu den Problemen unserer Zeit sagt. Und sogar zu Problemen aufweist, von denen wir heute vielleicht noch nicht einmal etwas ahnen, die auf die Menschheit zukommt. Möge Gott uns in dieser Hinsicht segnen und wir eine kluge Entscheidung treffen. Eine wohlüberdachte Entscheidung. Und eine kluge Entscheidung kann man nur treffen, wenn man informiert ist. Eine kluge Entscheidung kann man nur treffen, wenn man weiß, worum es geht. Und ich möchte Sie einladen, beim nächsten Mal sich zu informieren, sich schlau zu machen, worum es in den kritischen Fragen unserer Menschheit geht, um eine richtige Entscheidung fürs Leben treffen zu können. Amen. Zeichen der Wiederkunft mehren.
Mein Kind.